Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ostwind. Ja, ist gut, Ostwind. Wir sind schon auf dem Weg nach Hause. Vielleicht sehen wir trotzdem noch das eine oder die ein oder andere Schnitzerei. Wie da zum Beispiel. Die Füchse sind so süß. Klar. Okay, dann... Oh, müssen wir uns erstmal um Ostwind kümmern. Erstmal zur Koppel. Manchmal musst du ganz bestimmte Aufgaben erledigen, um Ostwind glücklich zu machen. Die benötigten Aufgaben... Ja, so ist das. Da kannst du doch kein Heu hinlegen, Mika. Da kannst du doch kein Heu hinlegen. So, der Frühjahrsputz ist beendet, Ostwind. Bling, bling. Bei einem echten Pferd macht es leider nicht bling, bling. Wäre cool. Ich müsste mal wieder reiten, aber das ist schon Jahre her. Deine Hufe sind wieder tipptopp, Ostwind. Ich will den doch bloß bürsten. Nimm lieber die weiche Bürste für Ostwinds empfindliche Stellen. Fell glänzt wieder wie neu, Ostwind. Ja, na, noch nicht ganz. Darf ich mal bitte? Danke. Die Steuerung ist etwas gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen.
Schau nur, Mika. Da mag er es wohl besonders gern. So, wo kannst du das noch nehmen? Genug Streicheleinheiten. Du siehst total glücklich aus. Na los, ihr zwei. Stürzt euch in neue Abenteuer. Hast du beim Reiten vielleicht Frau Holle gesehen, Mika? Wer ist Frau Holle? Hey, Tinker. Tut mir leid, aber Frau Holle ist mir nicht über den Weg gelaufen. Kannst du vielleicht nach ihr suchen? Archibald, mein Pony, ist total unruhig, weil sie nicht da ist. Du weißt doch, wie er an dieser Kuh hängt. Ach so. Okay. Na, dann werde ich mich mal auf die Suche machen. Ich finde sie schon. Frau Holle ist ausgebüxt. Ich habe dir das Gebiet markiert, in dem sie zuletzt gesehen worden ist. Es ist die schwarz-weiß gefleckte Kuh. Okay. Dann machen wir uns mal auf die Suche. Achso. Eine schwarz-weiß gepunktete Kuh. Wenn ich dir aber sage, dass sie nicht hier ist. Ach doch, guck mal da. Du hast Frau Holle gefunden. Archibald wird außer sich sein vor Freude. Mit Tinker oder mit Sam? Mit Tinker? Ich bin gerade am Trainingsgelände vorbeigekommen. Da habe ich wieder an die Kaltenbach Classics denken müssen. Das war ein Tag. Oh ja. Erinnere mich bloß nicht daran. Meine Oma hat ja bis zuletzt nicht geglaubt, dass Ostwind zu was zu gebrauchen ist. Umso überraschter war sie dann aber, als sie euch zum ersten Mal springen gesehen hat. Die unorthodoxen Trainingsmethoden von deinem Großvater haben sowas von eingeschlagen. Auch wenn meine Oma das nicht wahrhaben will. Was meinst du, Mika? Ohne den Sturz damals, da hättet ihr locker gewonnen, oder? Bestimmt. Das kannst du aber glauben. Pass mal auf, was Ostwind und ich drauf haben. Na dann los. Das ist die offizielle Strecke der Kaltenbach Classics. Mal sehen, was ihr drauf habt. Ihr zwei seid einfach Weltklasse. Ja, siehst du mal. So sind wir eben. So, Tinka, was hast du denn noch auf dem Herzen, mein Mädchen? Tut mir leid, Mika, aber kannst du mir noch mal helfen? Vielleicht. Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Frau Holle ist doch wieder da?
Ja, schon. Aber Archibald hat sich wohl selber auf die Suche nach Frau Holle gemacht. Und dabei hat er sich auf einer der Koppeln wehgetan. Armer Archibald. Kann ihm dein Vater nicht helfen? Der ist schon bei ihm, aber er hat seine Tierarzttasche nicht dabei. Kannst du ihm die Tasche bringen? Schnell! Schon unterwegs. Bring die Arzneitasche bitte zu meinem Papa, damit er Archibald versorgen kann. Schnell! Gut, machen wir dann gleich. Hat er gesagt schnell? Hat nicht gesagt wie schnell. Hätte auch langsam reiten können. Aber das wollte ich dann nicht. Ostwind. Hatte ich nicht geguckt. Danke, Mika. Zum Glück seid Ostwind und du so unglaublich schnell. Yay! Sag mal, Mika, diese Geschichte damals, dass du mit Ostwind über das Auto deiner Eltern gesprungen bist, das war doch geflunkert, oder? Was? Geflunkert? Gar nicht. Das war die volle Wahrheit. Du hast doch gesehen, was Ostwind und ich drauf haben. Ja, schon, aber ein Auto. Ja, warum nicht? Ist auch nur ein Hindernis. Ich kümmere mich erst nochmal um Ostwind. Und dann springe ich darüber. Ich mach nochmal seine Pediküre und Maniküre. Obwohl, nee. Mit den Pfeiltasten kannst du auf der Koppel herumlaufen. Mit Ostwind herum. Na komm schon, Ostwind. Lauf! Na komm schon, Ostwind. Hierher, Ostwind. Na komm schon, Ostwind. Lauf! Na komm schon, Ostwind. Hierher, Ostwind. Lauf! Das war ein Riesenspaß, Ostwind. Na los, ihr zwei. Stürzt euch in neue Abenteuer. Jetzt bin ich aber gespannt. Die Hindernisse werden immer schwieriger. Mal sehen, ob du das schaffen kannst. Okay, dann mal gucken.
nur ein normaler Sprung. Sowas von der Wahnsinn, Mika. Ich habe meinen Augen kaum getraut, wie ihr zwei da drüber geflogen seid. Hey, Ostwind. Wie wär's, wenn wir mal wieder ausreiten, ohne irgendwas für andere machen zu müssen? Aber erst machen wir dir die Maniküre. Und Pediküre. Ne? Deine Hufe sind wieder tipptopp, Ostwind. Na los, ihr zwei. Stürzt euch in neue Abenteuer. Dann reiten wir noch etwas aus. So. Beim Ausreiten können wir die Umgebung von Gut Kaltenbach feiern. Schon krass, wie viele Schnitzereien hier rumliegen. Einen Teil davon haben wir ja schon. Fast die Hälfte. Nur weil wir zufällig dran vorbeikommen und ich gern jeden Weg mitnehmen möchte. Wozu brauche ich eigentlich die Pflanzen? Oh man, hier sieht man es richtig mit den Bäumen. Schade. Schade, dass ich nicht absteigen kann. Ich würde gerne mal die Gräber genau angucken. Nicht jetzt, um irgendeine Grabschändung zu machen oder sowas, sondern einfach nur, was mich interessiert, genauso wie die Kirche.
Mhm. Ja, ist ja gut, Ostwind. Ich weiß, du willst da nicht lang, aber das kannst du mir doch auch anders sagen, oder? Meine Güte. Aber der Hall ist cool. Ich reite jetzt aber trotzdem nach Gut Kaltenbach zurück. Ist doch hier lang, ne? Ja. Und dann mache ich erstmal für heute Feierabend. So, dann. Na klar, lass mich rein. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Dabeisein. Ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Bis dahin, gehabt euch wohl. Ciao, ciao.